140 Tonnen schwer, 81 Meter lang und mit über 2100 PS bis zu 140 Stundenkilometer schnell. Das ist der 7 bis 8 Millionen Euro teure Arbeitsplatz von Frank March. Der 35-Jährige ist Triebfahrzeugführer. Es ist Dienstag, kurz vor 15 Uhr. Für Frank beginnt die Schicht. Heute befährt er die Strecke zwischen Mainz und Alzey. Hallo Kollege, grüß dich. Was soll ich sagen? Hier, der hat kleine Störung gehabt, Leitstelle weiß Bescheid. Okay. Musste mal drauf achten, ansonsten Fahrzeug fährt, bremst soweit, alles in Ordnung. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, du Feierabend. Genau, Schlüssel steckt, genau, ich habe jetzt Feierabend. Na dann. Wird auch Zeit, ich wünsche dir noch eine ruhige Schicht. Und dann wir hören und sehen uns. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, alles klar, mach's gut. Ciao. Frank steuert seit 2016 die modernen Züge für Flex. Das Bahnunternehmen befördert jährlich über 10 Millionen Fahrgäste auf Strecken in Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland und Teilen vom Elsass. Neben der Flex gehören noch weitere 10 Marken im Schienenverkehr zum Netinera-Konzern, die zusammen praktisch in allen deutschen Regionen täglich über 370 Züge auf die Schiene schicken. Schwere Steuerräder in rustikaler Umgebung gehören längst der Vergangenheit an. Die Bahnen sind mit moderner, ergonomischer Technik ausgestattet. Für Frank ist es genau der richtige Beruf. A, war es ein Kindheitstraum von mir, Lokführer zu werden. Und B, ist es halt sehr faszinierend, solche großen, schweren Maschinen überhaupt in Bewegung setzen zu können. Mit quasi einer Hand. Ich habe mir damals auch geschworen, ich will irgendwann Lokführer werden. Und wie man sieht, ich hab's geschafft. Die Faszination Eisenbahn ist halt wirklich die Geschichte der Eisenbahn. Es hat damals mit Dampf angefangen und heute ist das faszinierend, wie die ganze Technik funktioniert. Jetzt vor allem bei unseren Fahrzeugen, die werden immer moderner. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Im Führerstand des Zuges ist volle Konzentration gefragt. Trotz inzwischen digitaler Technik. Frank muss Strecke, Signale und die zahlreichen Vorschriften immer im Blick haben. Ist der 35-Jährige nur kurz unachtsam, überschreitet sein Zug zum Beispiel die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit, nähert sich einem roten Signal oder überfährt es sogar, lösen die Sicherheitstechniken eine Zwangsbremsung aus. Frank zeigt, was im Ernstfall passiert und betätigt absichtlich nicht die notwendige Signaltaste. Der Zug bremst bis zum Stillstand. Dieser Vorgang wird auch ausgelöst, wenn Frank nicht permanent die Sicherheitsfahrschaltung, die sogenannte SIFA, bedient. Der Sicherheitsfahrschalter ist quasi unser Überwacher. Also er überwacht uns, ob wir noch fahrtauglich sind. Sind wir nicht fahrtauglich, greift die SIFA ein, stoppt den Zug, dass nichts passieren kann. Mit dem Pedal oder drei Knöpfen zeigt Frank dem System deshalb, ich bin fahrtauglich und aufmerksam. Eine im Notfall überlebenswichtige Sicherheitsvorkehrung für die Fahrgäste und den Triebfahrzeugführer. Denn diese übernehmen jeden Tag die Verantwortung für viele Menschen. Bei der Flex werden die angehenden Lokführer daher gründlich auf ihren Einsatz auf der Schiene vorbereitet. Viele der angehenden Triebfahrzeugführer sind Quereinsteiger. So zum Beispiel auch Andreas Frank. In der Ausbildung müssen der 44-Jährige und die anderen Bewerber eine medizinische und psychologische Tauglichkeitsuntersuchung bestehen. In 9 Monaten bekommen sie von ihren erfahrenen Ausbildern unter anderem auch alles rund um Grundlagen im Bahnbetrieb, Signalen, Betriebsvorschriften, Sicherheitsmaßnahmen und allgemeinen Betriebsabläufen erklärt. In der Praxis erlernen die angehenden Triebfahrzeugführer beispielsweise das Durchführen einer Bremsprobe, das Rangieren und bekommen eine praktische Fahrausbildung, um am Ende ihren Abschluss zum Eisenbahnfahrzeugführer zu meistern. Doch bevor sie in den Führerstand einer echten Lok steigen dürfen, geht es für die Neulinge in den Fahrsimulator. Dort beweist heute Andreas sein Können. Bevor er die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer begonnen hat, war er selbstständig und in der Immobilienbranche tätig. Also das Training hier auf dem Fahrsimulator hat man sich am Anfang ehrlich gesagt etwas leichter vorgestellt, ähnlich wie ein Computerspiel, weil man hier die Sticks hat, ähnlich wie am PC, und da vorne die Leinwand.
Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil man sich oftmals beim Bremsweg völlig verschätzt. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Oder auch beim Bremspunkt, dass man nicht genau da stehen bleibt, wo man möchte. Aber zum Üben ist es halt hier sehr, sehr gut, weil es auch der Praxis draußen auf der Strecke sehr nahe kommt durch diese aufgestellten Signale und den detailgetreuen Streckennachbau. Am Ende von so einer Fahrt ist man tatsächlich sehr geschafft und kommt ordentlich ins Schwitzen. Ja. In der Abschlussprüfung werden die Azubis gleich vierfach getestet. In einer schriftlichen und mündlichen Prüfung, einer Simulator- und einer praktischen Fahrprüfung im echten Zug. Wer besteht, hat es geschafft und darf fortan Fahrgäste befördern. 320 Ausbildungsfahrstunden liegen dann hinter den neuen Lokführern bzw. Triebfahrzeugführern. Es ist eine Ausbildung, von der beide Seiten profitieren. Der Triebfahrzeugführer ist ein überregional gefragter Beruf. Die Arbeitsplätze sind über lange Zeit sicher, denn die Auftraggeber schließen lange Verkehrsverträge mit den Eisenbahnunternehmen. Diese gehen über 10 bis 20 Jahre. Zudem werden oft die Ausbildungskosten von den Arbeitgebern übernommen. Für Andreas hat sich der Berufswechsel definitiv gelohnt. So, Herr Frank, wie schätzen Sie Ihre Leistung selbst ein? Ganz gut. Ganz gut? Ja. Das kann ich nur bestätigen. Also, Fahren war gut, die Fragen, die ich gestellt habe, sind auch alle korrekt beantwortet. Okay. Deswegen bleibt mir jetzt als Prüfer eigentlich nur das Schönste, was ich als Prüfer machen kann, nach 9 Monaten zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Allzeit gute Fahrt. Ja. Und immer schön rechts fahren. Prima, mache ich. Freue ich mich drauf. Zurück bei Triebfahrzeugführer Frank. Auch er hat seine Prüfung im ersten Anlauf bestanden. Wie mittlerweile auch viele weibliche Kollegen. Ja, man meint immer, der Lokführer ist so ein typischer Männerberuf. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr geändert. Wir haben mittlerweile sehr viele weibliche Kollegen. Frank und die anderen Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer arbeiten in Wechselschichten. Unsere Schichten sind sehr abwechslungsreich, vorteilhaft an Früh- und Spätdiensten bei uns. Man kann bei Frühdiensten nachmittags mit den Familien was machen. Man kann bei den Spätdiensten vormittags was mit den Familien machen. Der nächste Vorteil, den wir haben eine 6 Wochen Vorausplanung. Im Bahnhof von Alzey hat Frank den Zug für den Richtungswechsel vorbereitet. Alles läuft nach Plan. Doch plötzlich meldet der Bordcomputer eine Störung. Eine Einstiegstür schließt nicht mehr automatisch. Eine Türstörung. Die müssen wir erst beheben, weil Sicherheit geht vor Pünktlichkeit. In wenigen Minuten sollte der 35-Jährige seinen Zug aus dem Bahnhof steuern. Für Frank heißt es jetzt Ruhe bewahren. Doch nichts geht mehr. Frank zögert nicht lange. Er muss auf Nummer sicher gehen. Wir haben hier eine elektronische Türstörung. Und ich habe jetzt mit kurzen Angriffen versucht, die Tür wieder zum Laufen zu bringen. Klappt jetzt nicht. Wie gesagt, wir haben im Nacken andere Züge. Die wollen auch fahren. Bevor es jetzt hier unnötige Verspätungen gibt, andere warten müssen, machen wir hier kurz einen Prozess. Türen werden abgesperrt. Fertig. So können wir direkt weiterfahren. Und alle sind glücklich. Durch Franks schnelles Eingreifen kommt es zu keiner Verspätung. Dank der Ausbildung kennen Triebfahrzeugführer die Technik ihrer Züge in- und auswendig. Der moderne Bahnverkehr ist ein komplexes und durchgetaktetes System. Ein großes Team sorgt dafür, dass die Züge so sicher und so pünktlich wie möglich fahren. Alle, die hier arbeiten, sehen sich selbst als große Familie. Die Verbundenheit zu den mächtigen Maschinen und den Menschen dort ist schier grenzenlos. Einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner. Du hast Interesse, auch deinen Arbeitsplatz in den Führerstand eines Zuges zu verlegen? Das solltest du mitbringen. Ein hohes Interesse an Technik, Stressresistenz, gutes Konzentrations- und Reaktionsvermögen, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Bereitschaft zum Schichtdienst. Weitere Informationen zum vorgestellten Beruf findest du hier im Netz. Bewirb dich jetzt!